Das ist geil. 20 weitere Fische. Das ist irre. Sagst du, die Frau hat's drauf. Lol, da kann man auch Mehl machen. Ja. Lol, aus Weizen kann ich jetzt auch Mehl machen. Und das gibt dann auch. Was sind das für ein Mod dann? Natura oder was ist das? Das ist auch geil. Das ist was, was mir gefällt. Das ist echt was, was mir gefällt. Jetzt kann man viel leichter Brot herstellen. Ich glaube, da baue ich eine automatische Bäckerei und Backfabrik. Das wird bestimmt Ich saugeil. glaube, es regnet jetzt. Nee. Doch. Nee, sonst hätte der Zombie nicht gebrannt. Und der Himmel wäre etwas düsterer. Aber da draußen, der Enderman, hat irgendwie rumgespackt. Ja, aber der sprang so komisch Ja. durch die Gegend. Da habe ich gedacht, das regnet jetzt. Wie so ein Epi-Man. So, jetzt habe ich das wieder versaut. Das gibt's ja nicht. Okay. Jetzt noch eins durch. So, die Eier tun wir wieder weg. Alles Klärchen. Das hat jetzt wieder nicht gereicht. Also manchmal weiß ich echt nicht wohin. Aber gut, lass uns mal gehen. Ich glaube, der Kerl fühlt sich hier nicht wohl. Ist ihm wahrscheinlich zu hell. So. Füll mich hier nochmal ein. Achso, nee. Bauverschwendung dann. Aber. Barley Floor und Red Floor. Ja, es scheint auf jeden Fall zu derselben Mod zu gehören. Das ist auch geil. Unsagbar geil. So, wo bist du? Ah, du bist unten jetzt. Ja, ich eine Kleinigkeit ausprobieren. Ausprobieren muss man gucken. Oh, da hat es gefeuert. Nee, da sind Fackeln. Da ist ein Pfeil in dem Kohleerz. Ach Ein so, schwarzer ja, da war Pfeil. ein Skelett. Echt? Ja. Ui. Ui. So, hier noch ein bisschen ausfackeln. Lol, geil, da sind unten die neuen Erze da. Grünes Kupfer und weiß auch nicht, was da noch sonst gibt. Ein Zinn halt, das neue, das ist Forestry. Müssen wir auch mal von jemandem die Texturen malen lassen. Also an die lieben Zuschauer, eine kleine Bitte. Wer von mir ein Geschenk haben mag und gut malen kann, der soll mir doch bitte mal für 152 hier für diesen Texture Pack, für die Forestry-Erze, Zinn und Kupfer und vielleicht auch noch für ein paar andere Sachen, bitte ein paar Texturen malen. Ich wäre sehr dankbar. Dafür gibt es auch ein süßes kleines Geschenk. Und ich weiß auch schon was. Da muss ich nicht erst wieder improvisieren wie sonst immer. Ah, ja. Yeah. Da fühlt man sich richtig wohl. Na, wenn wir Glück haben, wird unsere Serie hier sogar bessere Einschaltquoten kriegen, wie später mal die Lindenstraße oder so. Wer guckt denn das eigentlich noch? Ich nicht. Ich auch nicht mehr. Ist auch nur noch ausgelutscht. Vor 15 Jahren oder so war es ja noch interessant. Aber jetzt ist es einfach nur ausgelutscht. Ich habe das noch nie geguckt. Weder Lindenstraße noch Verbotene Liebe, noch was weiß ich nicht, was da alles gibt. Ja, weißt du, was meine Familie am liebsten immer mal hin zu gucken? Das ist immer halt so Gerichtssendungen oder also wie Alexander Holt oder so oder vielleicht noch uralt Folgen von der Salisch, Richterin die hat ja Barbara aufgehört. Salisch. Ja, genau, aber die war ja offiziell war sie gar keine Richterin. Die war keine Richterin, die war Juristin, ja. Aber sie war keine Richterin. Die haben sie quasi nur fürs Fernsehen dazu berufen, dass sie Richterin spielen darf. Klar. So wie ich das gelesen habe in ihrer Biografie. Und was die auch noch gucken, die sind mal vom ersten da, diese Sturm der Liebe Scheiße da. Und wo auch immer nur Intrigen und so eine Kacke gemacht wird, das ist so eine typische Seifenoper-Scheiße. Und genauso auch das andere da, Rote Rosen. Dann nenne ich das eher Rote Mimosen. Das ist auch nur so eine Scheiße.
Ich weiß nicht, warum gefällt sowas Leuten? Warum? Erklärt mir das. Also was Erklärt ich mir geguckt habe, da gab es irgendwann eins, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit Liebe, glaube ich, auch im Titel. Ja, Sturm der Liebe. Mit so einem Hotel. Da ging es darum, letzten Verbotene Endes, Liebe. Nein, nein. Das fing praktisch damit an, dass irgendein Typ von irgendeinem Verlag oder was irgendwo im Pool gefallen ist und eine, die da jetzt neu anfängt zu arbeiten, den rausgezogen hat. Aber ach, das war die Sendung auf Sat.1. Das war eine Sendung auf Sat.1, ne? Ja, keine Ahnung, wirklich. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Da haben sie doch ewig so ein Gedötze drum gemacht. Da hat doch auch die Biedermann, glaube ich, eine Zeit lang mitgespielt, ne? Oh, keine Ahnung. Also weiß halt nur eben, die war jetzt in Anführungsstrichen eben nicht hübsch, weil hatte ja, Zahnspange. Haare, Zahnspange, Brille. Genau, das ist diese Serie gewesen, ja. Das war die Serie. Und da haben sie immer eine andere für genommen, weil die war ja nicht fotogen. Oh Gott, der kann doch nicht von so einer gerettet worden sein. Tja, war aber so. Es war aber so. Ich habe diese, ich glaube, nur eine Folge gesehen und dann wusste ich schon, was los ist. Die Sendungen, die sind einfach viel zu berechenbar. Hier zum Beispiel, hier, da weißt du nie, was passieren wird. Hier ist alles willkürlich. Hier ist alles Chaos. Und das Chaos regiert die Welt. Aber ich versuche, Ordnung in das Chaos zu bringen. Genauso wie Venus das versucht. Wenn ich sie nicht dran hindere. Nee, Schmarrn. Nur Spaß. Deswegen so Sendung, hey, das, irgendwie ist das doch Volksverblödung, oder? Ja. Oder wie siehst du das? Schon irgendwie. Ja, ne? Was ist das Ganze echt getrost in die Tonne klopfen? So, hier noch ein Ei? Oh, geil, 20 Fische. Ich glaube, wir können Fischhändler machen. Da können wir hier einen Bazar hinstellen. Den nennen wir dann Ali Venus oder so. Oder was meinst du? Ich glaube, Ali Venus wäre nicht so geeignet. Was? Nicht so optimal, glaube ich. Okay. Gut. Ich dachte schon, ich hätte die Spitzhacke zucken sehen. Ich glaube, ich gehe lieber mal weg. Oh, hier haben wir schon wieder schönes Kraut. Leckeres Kraut. Ist das durch? Ja, es ist durch. Geil. So. Und hier noch eins. Und wieder zu. Schön. Ich glaube, wir müssen echt mal später dann wieder eine automatische Erntemaschine machen. Ich kann schon fast ausziehen. Ich habe schon fast alles, was ich brauche. Oh Mann, ey. Dann bin ich schon wieder allein. Haha. Belass mich doch nie. Bleib doch noch ein bisschen da. Ich bin doch so kuschelig und streichzart. Und schön aber du weich. Schreist wie ein Mädchen. Das mach ich doch immer. Das wird leider nicht so zum Business, wenn es gefährlich ist. Lol, mein Lederhelm ist auch schon kaputt. Nee, dir kann man doch nichts an der Hand geben, oder? Naja, die Zombies haben so viel draufgedroschen. Das war ja kein Wunder, der war da schon fast hin. Dem Viech. So, jetzt können wir schon wieder Bäume häckseln gehen. Ich glaube, ich muss doch hier mal so eine kleine halbautomatische Baumfarm machen. So, und jetzt ist aber gleich die Bärenklaue kaputt. Die will ich aber noch ein bisschen aufheben. Ich würde mich an deiner Stelle damit ja gar nicht aufhalten. Wieso? Ich würde an deiner Stelle mir jetzt das zusammenkramen, was ich brauche, um unterwegs zurechtzukommen. Und dann den Ort suchen, wo du dich niederlassen willst und anfangen einfach. Weil, wieso sollst du hier groß aufbauen, wenn du eh woanders hingehst? Naja, so eine kleine Starthilfe. Man weiß ja nie, vielleicht kriegen wir hier mal einen Special Guest, vielleicht kommt ja Samedi auch mal wieder vorbei. Da hat er gesagt, wenn er Zeit hat, dann kommt er auch mal wieder rein. Dann könnte man ihm hier ja auch ein bisschen Kost und Loger kredenzen, dass er dann nicht gleich von Anfang an dumm dasteht. Und ja,
Ich werde auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass meine Nahrungsmittel stabil sind. Das heißt, vor der übernächsten Session denke ich mal, dass ich nicht aufbrechen werde. Aber ich denke mal, das wird dann schon richtig heftig werden, wenn es dann losgeht. Da fange ich ja dann auch wieder klein an und dann wird die Techno-Festung wieder gebaut. Die Techno-Knollen-Festung. Und dieses Mal wird wirklich der Tempel umgesetzt und alles, was noch so mir einfällt. Und da wird einiges noch kommen. Ich denke mal, vor unter 1000 Folgen wird das auf jeden Fall gar nichts werden. Ne? Das wären mindestens 2000. So größenwahnsinnig bin ich heute. Dessen können wir sicher sein. So, Stückchen. Noch ein paar Stückchen. Irgendwo. Gut, Stückchen. Jetzt brauche ich Kuppel. Noch irgendwo Koppel? Oh, es wird schon wieder dunkel. Kommst du nochmal ins Bett? Oder verziehst du dich jetzt tatsächlich? Na, ich komme jetzt erstmal zurück. Ja, ich habe noch nicht alles. Ich kann jetzt Bienen sammeln. Jetzt muss ich mir ein Täschchen oder zwei oder drei machen. Achso, es gibt jetzt diese Rucksäcke. Genau, das ist auch geil. So, ich lege mich schon mal rein. Und die ein oder andere Waffe für unterwegs. So, wunderbar. Aber das Game läuft mit 30 Frames, läuft es richtig gut eigentlich. Keine Ruckler oder sonst irgendwas, es läuft richtig gut. Mal gucken, wie sich das jetzt aufs Rohvideo auswirken wird. Und später das mal testen. Oh hier, ich habe mit 30 Frames läuft es bei mir wirklich gut. Kann nicht klagen. Was ist denn das? Brombeerbüsche oder Blaubeerbüsche. Geil, und die wachsen auch wieder nach? Ja. Das ist doch endgeil. Guckt euch das mal an und die Texturen sind auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall keine Standardtextur. Das ist schon ein bisschen advanced. Das ist doch geil, meine lieben Konsumenten. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich will ja nicht Konsumenten sagen, aber ab und zu rutscht mir es doch noch aus. Eigentlich, technisch gesehen, wenn man Zielgruppenanalyst ist, dann kann man sagen, ihr seid Konsumenten. Aber ihr seid ja Menschen für mich. Und keine Statistik auf irgendeinem Blatt Papier oder in einer Computerdatenbank. Ihr seid für mich Menschen. Ihr seid wichtige Menschen, die mir zugucken. Und das bedeutet mal einiges. Und wenn ich mal ein Feedback bekommen würde, wäre es natürlich noch schöner. Weißt du, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, dann heißt er mir, ist das überhaupt interessant? Und da sagen wir gar nichts. Und dann macht halt einfach weiter, wie er mag. So, hier noch das eine. Wunderbar, schon wieder drei Barley-Knollen. Geil. Also das Barley werde ich mal zusehen, dass ich auf jeden Fall einen Stack mitnehmen kann. Das ist echt geil. Barley. Da gab es doch in Atlantica gab es ein Essen, das Ding hieß Barley Bibimbap. Was? Barley Bibimbap. Gibt's auch Schreibstotterer? So hört sich das nämlich an. Das Ding hieß wirklich so, Barley Bibimbap. Das ist ein recht hochstufiges Essen. Da gab es nicht nur Stew oder Dumplings oder so. Das Ding hieß wirklich Barley Bibimbap. Und ich weiß nicht wieso. Ich meinte jedenfalls, das ist Atlantica gewesen, wo ich das gesehen habe. Da allein schon bei dem Namen war ich ein bisschen stutzig. Ich habe mir auch mal überlegt, wieso gehen wir eigentlich nicht mal hin und machen mal wirklich so ein Mini-Let's-Test oder so, oder ein Mini-Let's-Play von Atlantica oder so. Allerdings dürfte das wirklich ein Hardcore-Langzeitprojekt sein. Weil wenn wir bis Level 160 oder 70 kommen würden, denke ich mal, wäre es absolute Hardcore. Jahrzehnte später. Ja, willkommen bei Folge 7983. Ja, wir sind kurz davor. Abzulosen.
Nein, scheiße, die Server sind abgestellt worden. Die Vorstellung wäre geil. Mir quasi nur noch 0,001% vor dem Level ab und dann werden die Server abgestellt. Jo. Ich glaube, das war zu krass. Oh Mann. Wenn man denkt, es sind schon so viele MMOs abgestellt worden, ne? Warhammer ist fad. Dann, was ist noch abgestellt worden? Offiziell Meridian 59. Was ist noch weg? Tabula Rasa ist weg. Was haben sie noch eingestellt? In der Ich Zwischenzeit. überlege gerade. Matrix. Matrix haben sie eingestellt, dieses MMO. Das hat ja sowieso nie lange überlebt, weil es total verbuggt war. Und es gibt auf jeden Fall noch einen Haufen mehr, was sie eingestellt haben. Wenn jetzt Amrit da, dann könnte man das sagen, weil er weiß es. Er weiß ein paar, die eingestellt worden sind. Aber ich überlege gerade, Warhammer. Ja. Das erste MMO von denen, oder was? Das war halt das Alt-Warhammer. Das ist von Ding rausgekommen, von Mythic. Die sind auch jetzt EA. Und das ist dicht gemacht worden. So, wieder 20 Fische, ich tue den mal raus. Tun auch mal wieder in die Box. So, dann mache ich dafür hier nochmal 8 Barley zu Brot. Lol, jetzt ist ein Hühnchen im Haus. Tsch, tsch, tsch. Lass drin, Sollst sorgt nicht da für Wärme im reinscheißen. Winter. Meinst du? Also gut, komm Ja. wieder rein. Oh, tsch, tsch, tsch. Oh, rein da. Früher in den Burgen, Gehst wo da man noch rein. keine Glasfenster und so hatte, hatte man Hühner im Haus. Echt? Ja. Wegen den Federn. So, Stinkt bist du halt ein offizielles bisschen wegen der Hausruhe. ganzen Scheiße und so, aber hey. Naja, die scheißen hier nur Eier, da geht's auch nicht. Ey, gehst wieder rein. Ich hab gesagt, sollst drin bleiben. Ja. Bleibst drin. Das wird jetzt offiziell das Hühnerstallhaus. Hühnerstallhaus-Mix. Die Vorstellung ist geil. So, was haben wir denn da? Noch ein Körnchen. So, und da drüben. Warte mal. So. Hier gibt es noch ein Barley. Geil. So, jetzt kann man hier noch ein bisschen Mehl zaubern. Gut. Fällt mir ein, morgen muss ich unbedingt einkaufen gehen. Ich bin bloß noch ein bisschen unentschlossen. Ich weiß nicht, ob ich lieber zum Aldi gehen soll oder zum Penny. Zum Real. Ah, der ist ein bisschen weit. Da müsste ich Berliner Tor gehen. Der ist ein bisschen weit. Wieso, was hat ein Real im Angebot? Jetzt kommt die Schleichwerbungssektion. Das ist Venus Spezialgebiet. Keine Ahnung. Die Wochenprospekte waren diese Woche alle nicht so berauschend. Echt nicht? Wahrscheinlich haben sie da noch Gartencamping-Möbel im Angebot gehabt oder irgend so einen Da kannst du von ausgehen. Scheiß. Saisonabverkauf und so. Ja. Das ist ja sehr taktisch klug. Die müssen ja die Lager weglegen. Aber was schon wieder seit ein paar Wochen in den Geschäften ist, ne? Weihnachtsgeraffel. Ja, seit einem Monat jetzt. Ja. Spekulatius wieder. Lebkuchen. Diese gefüllten Lebkuchenherzchen auch. Christstollen. Und wir haben Hilfe! gesündigt. Wie kommt denn noch ein Zombie ins Haus? Da ist vermutlich Treppe hochgeklettert. Scheiße. Obwohl da Hilfe! Licht ist. Ich habe recht weit ausgeleuchtet. Hilfe! Ja, bau dir halt ein Steinschwert. Gott! Hey, lass mich jetzt verputzeln. Egal. Geh weg! Geh weg! Du hast Mundgeruch! Geh weg! Hilfe! Hilfe! Oh. Gott, ey, was war denn das jetzt für ein Gammel-Joe da? Lol, kommt doch einfach da hochgekommen. Ich glaube, sagt, es geht jetzt langsam los hier. Es geht so nicht. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt machen wir wieder neue Fackeln. So. Gut. Hier noch eine. Da. Da.
Und? Also die Fische Ah. wollen mich hier verarschen. Weiß nicht, wieso. Ja, normalerweise, es zuppelt immer schon so ein bisschen an der Leine. Das passiert aber erst, wenn es zuppelt und du dieses Plätschergeräusch hörst. Ich glaube, du hast einen Creeper gefunden. Ja. Hast du Mitten das Haus erschrocken. zerlegt? Nee, das war unten. Okay. Gott. Mamuschka. Ei, ich glaube, hier müssen wir mal eine Klappe reinmachen, irgendwie so eine Falltür. Ja, könnte Ei! helfen. Da hinten war komplett offen, das war freigelegt. Das heißt, sie können von außen auch eindringen. Ei! Oh, und das Huhn ist entkommen. So, wo ist es? Und jetzt haben wir ein Schaf dafür. Jetzt haben wir es eingetauscht. Ach komm, da kommst du jetzt dafür rein. Hopp, rein da. So, drück! Drück! Soll's reingehen, nicht rückwärts laufen. Blödes, unbeholfenes Viech. Ja, wenn du Rein so mit dem jetzt. redest, ist das auch kein Wunder. Ah, komm bitte, komm doch rein, komm rein. Es ist schön warm. Da wird gekuschelt. Nein, du sollst reingehen. Du blödes Viech, jetzt geh doch rein. Wir haben hier eben jetzt. Ach, dann halt nicht. Nun wundere dich nicht. Ich lasse dich jetzt hier sterben. Wenn da wieder was Böses kommt, ich kann nicht helfen. So, Hedgepatch, jetzt hast du es. Das arme Vieh runtergeschubst, oder was? Nee, steht jetzt immer noch da. Ich strafe es mit Ignoranz. Und der Schaf Ich hab denkt mir. sich, boah, endlich hält er die Klappe. Ich habe mir gedacht, die Notschlachtung wäre vielleicht auch etwas zu brutal für einen Anfang. So, jetzt haben wir gut gepflanzt. So, aber ich möchte mir jetzt trotzdem noch ein Äxtchen bauen für Holz. Für die Bäume. Muss ich unbedingt noch machen. Wollen wir noch mal pennen gehen? Hast du schon Sollten das wir wohl Weite tun. gesucht? Nein, ich stehe an der Pfütze und angel vor mich hin. Eine Pfütze angeln, ey, das ist doch geil. Du gehst ins Guinness-Buch der Rekorde ein, immer im Pfützeln angeln. Die Vorstellung ist krass. So. Ich habe unten noch ein bisschen extremer ausgeleuchtet. So, hier ist noch ein bisschen Original-Coal. So, und hier. Ah. Okay. So, ich mache hier mal noch eine Werkbank, die stelle ich mir hier draußen auf. Dass wir ein bisschen flexibler sind. So, jetzt brauche ich noch etwas Holz. Gut. So, machen wir hier mal Stückchen draus. Was machst du gerade? Ich muss noch ein paar Bienchen finden. Cool. Okay, jetzt fehlt mir noch ein Kuppel. Müssen wir auch noch improvisieren. Und hier, ich mache mal eine Steinschaufel. Wie sieht denn das eigentlich aus mit den Gravel-Erzen? Was brauche ich da? Eisenschaufel oder Eine Eichstein? Schaufel auf jeden Fall. Okay. So, oh, eine wunderschöne Musik hat eingesetzt.
Und ich muss dir sagen, das Beste, was du im Moment ad hoc bauen kannst, sind Steinwerkzeuge. Für alles andere musst du diverses Greg-Tech-Zeug bauen. Richtig. Und oder du umgehst mit Tinker. Ja, aber bis du das mit für das Tinker-Konstrukt stehen hast, das dauert natürlich auch ein bisschen. Ja, das kann man mir vorstellen. Auf jeden Fall muss ich mich da noch einiges einarbeiten. Ihr hört es ja schon, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch wenn es nur 3 Stück sind. Oder 4, vielleicht auch mal 5. Es gibt einiges zu tun. Es wird ein paar hundert Folgen auf jeden Fall werden. Also du brauchst dafür tonnenweise Gravel, Sand und Lehm. Ja. Der Vorteil ist, ich kann das Zeug ja mit dem MF endlos produzieren, aber erstmal so weit kommen, ne? Ohne das kommst du soweit nicht. Ja. Na gut, Lehm haben wir da. Ich will nur hoffen, dass mir kein Krieger das Haus zerstört. Das Geile ist, du kannst dann halt in diesen Öfen so diverse Legierungen herstellen. Legierungen? Das heißt, ich kann dann auch wieder Explosionssicher machen oder so. Oder zumindest verstärkt. Dass nicht gleich alles beim ersten Platscher kaputt geht. Also ich weiß, man kann da halt 2-3 verschiedene Sorten Aluminium oder so herstellen. Ah, Aluminium. Aluminium. Da kriege ich ja richtig Hunger hier. Ich sehe Kürbisse. Echt, was? Kürbisse? Oh, was, wo sind die Axt? War die schon kaputt? Lol. Das ging ja zu schnell. Das ging zu schnell. War das eine Holzaxt? Nee, das war ein Stein. Ja. Eigentlich halten die gut. Nee. Wir sind hier bei Gregtech. Du wolltest das so leider. Ah, das straft mich wieder ums Leben. Also gut. Ja. Machen wir halt mal weiter. So, jetzt haben wir. Nee. 8. So. Und mir die Hälfte. Stiegelchen. So, jetzt müssen wir wieder improvisieren. Eieieiei. Also gut. Hilfe! 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 Hör auf zu heulen, Kerl. Oh, Scheißviech. Geh mal weg. Hau die Krone auf. Elender Penner, ey. Wo kam der schon wieder her? Verreck. Scheißviech. Ich habe so das ungute Gefühl, dass ich irgendwie rausfliege oder so. Nee. Ich das wäre jetzt etwas so ungünstig. Aufheben. Wieso? Ja, keine Ahnung. Platz habe ich in der Tasche. Lol. Bei mir geht alles. Jetzt hat das aufgehoben. Ja. Aber hier komme ich dann nicht ran. Dann hat er aber ordentlich gemacht jetzt. So, jetzt geht's. Gott. Wie ist denn der? Wo kam der Teufel jetzt her? Kannst echt da unten nicht sicher reingehen. Ist viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. So, jetzt habe ich auf jeden Fall alles wieder gekriegt. Stelle ich jetzt auch das Bettchen wieder hin. So. Und ich sleep at night. Ich wollte mal hoffen, dass ich jetzt nicht wieder kaputt gehe. Gut, dann hole ich mir jetzt hier ein paar Koppel von woanders. Muss ich jetzt improvisieren. Gut, dann grabe ich mich halt hier mal rein irgendwie. Eine Schaufel. Gucken, was passiert. Oh Gott, ist ja auch. Na gut. Da unten ist bestimmt Bombenstimmung. Nee. Noch nicht. Noch nicht. Gnädigste. Noch nicht. Noch ist keine Bombenstimmung, aber bald. So. Stellen wir hier auch mal wieder so ein Ding hin. Mr. Dingeling. Gut. Dann halt mal schnell eine Holzspitzhacke. Bist du gerade ins Haus? Hm? Bist du gerade ins Haus? Ja, gut, bist du.
So, jetzt habe ich eine Steinspitzhacke. Gleich. Exzellent.